Servus, ihr Zipfelklotscher! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schucki Banucki, des Wahnsinns fette Bräute. Na, Sascha, alles klar? Na, Buja, ja. Ja, super, dann wollen wir mal. Ja. Ich habe hier wieder eine richtig coole Geschichte. Ich bin gespannt. Und zwar gibt es ein Gesetz, ein interessantes Gesetz. Wo? Aber diesmal nicht aus den USA, sondern aus dem wunderschönen Swasiland. Swasiland? Hi. Wo ist denn das nochmal? Afrika? Korrekt, Abundo. Ja. Also, nach einem Gesetz des Königs Mswati III., Herrscher über Swasiland, dürfen alle weiblichen Untertanen unter 19 seit 2001 5 Jahre lang keinen Sex haben. Ferner ist es ihnen verboten, während dieser Zeit einem Mann die Hand zu schütteln oder kurze Hosen zu tragen. Und darüber hinaus müssen Jungfrauen schwarz-blaue Rühr mich nicht antroddeln an ihrer Kleidung tragen. Damit da ganz klar ist, hier, die wird nicht angedatscht, bevor die 24 ist. Und zwischen 19 und 24 dürfen die keinen Sex haben? Alle unter 19 Jahren dürfen 5 Jahre lang keinen Sex haben. Alle unter 19? Ja. Also wenn ich jetzt 12 bin, bis 17 oder was? Und wenn du dann 17 geworden bist, darfst du dann Sex haben oder bist du dann immer noch unter 19? Also unter 19 schon mal gar nicht? Richtig. Dann sag doch einfach ab 19 bis 24. Vorher ja auch nicht. Ja, also unter 19 schon mal gar nicht. Ja. Und ab 19 ist eine 5, ist eine, also warum sagst du nicht einfach bis 24? Weil das mir so vorgetragen wurde. Redaktion scheiße gebaut oder was? Total, total. Müssen wir direkt also, wieder mal ein paar Köpfe rollen. Also bis 24 darf man in Swasiland keinen Sex haben. Hi. Hi. Das Witzige ist. Das ist ja Swasi fies. Das ist ziemlich fies. Ja. Ja. Wieso muss ich bei Swasi immer an Zwieback denken? Zwieback? Ja. Gibt's nicht. Swasi, Zwieback. Gibt's nicht. Swasi, Zwieback. Das Witzige ist, also erstmal, das Ganze hat einen ernsten Hintergrund. Oh. Mit diesem Gesetz soll nämlich der verheerenden AIDS-Epidemie im Swasi-Land, die soll da bekämpft werden mit einer solchen Aktion. So. Bei einer Zuwiderhandlung droht eine Strafe von 340 Euro. Also statt Todesstrafe. So. Oder, falls man keine 340 Euro hat, die Finanzierung einer Kuh. Die Finanzierung einer Kuh? Die Finanzierung einer Kuh. Da gehst du zur Kuhbank und sagst, ich möchte einen Kuhkredit aufnehmen. Ja. Und dann kommt dann der Kuhkollege an den Kuhschalter. Ist eine riesen Kuh für ihn. Genau. Ja. Und dann ich muss man eine Kuh kaufen. Da muss man eine Kuh finanzieren. Genau. Also nur so anzahlen oder was? Naja, schon abstottern, ne? Also du musst die Kuh abstottern. Genau. Ja. Das heißt also, du machst dann monatliche Rate. Ja. Du sagst hier, Vater von Tochter, hier ist die Kuh, keine Angst, ich kann sie mir zwar nicht leisten, aber ich stotter es an. Okay, angenommen, diese Kuh musst du in Raten bezahlen. Ja. So eine Kuh kostet wie viel? Wie gesagt, scheiß Redaktion. Ja, genau. Ja, also eine Kuh hat einen bestimmten Preis. Hm. So. Ich sage jetzt mal, eine Kuh kostet 5.000 Euro. Das muss aber eine schöne Kuh sein. Ja, so. Okay, sagen wir 1.000 Euro. Kühe haben übrigens. Ja, genau. So, also 1.000 Euro die Kuh. Ja, komm. So. Hast du. Deal. Alles klar, meine Kuh kostet 1.000 Euro. Muss ich abstottern. Ja. Monatlicher Preis auf 10 Jahre Rate. Gesehen, 8 okay, Euro. Rate. Hä? Rate. Monatliche Rate 80 Euro im Monat. Jeder soll's raten. Achso, Kuh. So. Und? Und darf ich dafür nur einmal poppen oder darf ich dann die ganze Zeit durchpoppen? Nee. Einmal gepoppt, nicht mehr gestoppt. Nee, bedeutet, du wirst erwischt und dann heißt, so, jetzt Schluss. Und ich möchte die Kuh. Achso, einmal poppen, dafür Kuh. Übrigens haben wir ja den Preis der Kuh. Was denn? Wenn du entweder 340 Euro zahlen musst. Ne? Scheiß Redaktion. Ja. Wenn du 340 Euro zahlen musst oder eine Kuh ne, finanzieren, dann muss das ja ungefähr den gleichen Wert haben. Ach so. Also hat eine Swasi-Kuh einen Wert von 340 Euro. 340 gestellt. Euro. Genau. Aha, die Kuh. Ja. Das heißt also dann, ja, im Monat musst du dann einmal Zeitung austragen gehen. Ja. Geht doch. Kommt auf die Zeitung an. Ja, im Swasiland, wie viele Zeitungen gibt es denn im Swasiland? Ja, nicht so viele. Das Problem ist nur, dass die Empfänger extrem weit weg voneinander wohnen. Ja. Das heißt, du musst jeden Tag mindestens 400 Kilometer von Haus zu Haus laufen. Ja, und die wollen alle poppen. Jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt der Hammer. Genau. Ja, ich dachte, der war schon längst da. Kurz nach Einführung des Gesetzes
gab es den ersten Gesetzesübertreter und das war der König selbst. Aber Frauen und Männer dürfen nicht. Denn er nahm sich eine 17-jährige Jungfrau zum Bespielen. Ach so. Ja. Das ist doch geil, oder? Gesetze machen ist geil. Ja. Sie einhalten. Oh. Einhalten, wer will die einhalten? Machen. Ja. Macher muss es geben. So sieht's aus. Und nicht Einhalter. Eier, wir brauchen Eier. Wenn du die ganze Zeit nur einhältst, ja, ist doch kacke. Ich erlöse euch. Macht's gut. Cheerio, Miss Sophie.